Mit Seven vs. Wild geht Fritz Meinecke gerade in die zweite Staffel und wahrscheinlich, genau wie in der ersten Staffel, auch ziemlich durch die Decke. Und die Trends der nächsten Wochen werden wahrscheinlich voll mit diesen Videos sein. Wir haben auf Fritz' Zweitkanal ein sehr spannendes Video gefunden, auf das wir in diesem Video einmal eingehen wollen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Fritz Meinecke hat auf seinem Zweitkanal vor einiger Zeit Einblick in seine ganze Gründungsphase gegeben. Er hat seinen Businessplan zum Teil vorgelesen und auch erzählt, wie die ganze Phase war, in der er einen Gründungszuschuss beantragt hat. Herzlich willkommen heute zum allerechten Antrag auf Gründungszuschuss. Und das finde ich ganz spannend und ich dachte mir, dass wir einfach mal dieses Video gemeinsam anschauen, auf bestimmte Punkte eingehen und ich vielleicht noch so ein paar zusätzliche Informationen geben kann, was du beachten solltest, falls du mal irgendwann Gründungszuschuss beantragen solltest. Wenn du aus der Arbeitslosigkeit dich selbstständig machen willst, dann kannst du diesen Gründungszuschuss beantragen. Das heißt, die Bundesagentur für Arbeit ist dafür da, dir einen neuen Job zu verschaffen. Wenn du allerdings eine Idee hast, wie du dich selbstständig machen kannst, dann kannst du auch einen Gründungszuschuss beantragen und dann fördert die Bundesagentur für Arbeit deine Selbstständigkeit oder deinen Gründungsprozess. Und genau das hat Fritz Meinecke auch gemacht. Fritz war arbeitslos, unverschuldet, wie er auch in dem Video erzählt. Habe dann dort gearbeitet und dann ist die Firma, in der ich gearbeitet habe, insolvent gegangen. Und ich bin quasi dadurch dann arbeitslos gewesen. Und wollte zum 1.3.2016 in seine Vollzeit-Selbstständigkeit starten. Ich werde am 1.3.2016 eine selbstständige hauptberufliche Tätigkeit als selbstständiger Medienproduzent in Berlin aufnehmen und beantrage hiermit einen Gründungszuschuss. Ich verfüge über einen eigenen Marktauftritt. Ja, klar, hatte ich ja schon. Der hat mit seinem YouTube-Kanal und auch eine Webseite, die er betrieben hat, schon 2014 angefangen. Also schon 2 Jahre vorher und hat das nebenberuflich gemacht. Also mein YouTube-Kanal gibt es ja seit 2014. Also den gab es schon 2 Jahre. Und ja, dann ist er arbeitslos geworden und hat sich dann überlegt, dass er ab März 2016 in die Vollzeit-Selbstständigkeit starten möchte. Den Gründungszuschuss bekommst du, wenn du die Bundesagentur für Arbeit davon überzeugen kannst, dass du mit deiner Selbstständigkeit oder deiner kommenden Selbstständigkeit langfristig deinen Lebensunterhalt bezahlen kannst. Das ist das Hauptanliegen der Bundesagentur für Arbeit, dass du raus aus der Arbeitslosenstatistik kommst und vom Staat kein Arbeitslosengeld mehr brauchst. Vom Arbeitslosen zum Multimilliardär. Das heißt, du musst sie irgendwie davon überzeugen, dass du in Zukunft nicht mehr dem Staat auf der Tasche liegst, sondern quasi dein Geld selber verdienen kannst. Und genau darum geht es. Und dafür musst du eine Art Businessplan schreiben. Da musst du natürlich erstmal deine Idee beschreiben. Du musst so ein bisschen deine Situation analysieren. Das heißt, wer sind die Konkurrenten? Wie willst du eigentlich Geld verdienen? Brauchst aber natürlich auch sowas wie eine Zahlen-Finanzkalkulation. Wie viel Kapitalbedarf hast du? Wie willst du den decken? Und wie planst du, dass sich deine Umsätze und deine Gewinne entwickeln? Und genau das trägst du alles ein. Und was du dann brauchst, wenn du das alles geschrieben hast, ist eine Tragfähigkeitsbescheinigung. Irgendjemand, der Ahnung hat von Selbstständigkeit und von Geschäftsmodellen, muss dir bescheinigen, dass dein Vorhaben Substanz hat, dass das wirklich so funktionieren kann. Das darfst du nicht dir selbst bescheinigen, weil es ist klar, dass du davon überzeugt bist, sondern es muss auch eine unabhängige Stelle bescheinigen, dass das Ganze auch erfolgsversprechend ist. Und das kann zum Beispiel die IHK machen, das kann die Wirtschaftsförderung machen oder aber eins der ganz vielen Gründungsberatungen oder Gründungszentren. Wenn du das ein bisschen googelst, dann findest du wie Sand am Meer Gründungsberater und die können dir dabei helfen, deinen Businessplan zu schreiben, können dir anschließend aber auch diese Bescheinigung ausstellen, dass sie einschätzen, dass das Ganze wahrscheinlich irgendwie erfolgreich sein kann. Ich gehe jetzt natürlich nicht das ganze Formular in diesem Video durch, sondern ich nehme das ganze Beispiel Fritz Meinecke einfach mal und wir besprechen mal, was für Aspekte zum Beispiel bei dir oder aber auch bei Fritz dafür sprechen, warum du oder er förderfähig gewesen sind und auch um das mal vorwegzunehmen, er war erfolgreich. Das heißt, er hat die Gründungsförderung auch bekommen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, auch wenn das verhältnismäßig aus jetziger Sicht quasi wenig Geld ist so, ist dieser Gründungszuschuss das Eingangstor gewesen zu dem, dass ich jetzt hier sitze. Darf man nicht vergessen. Das war ein großer Punkt, dass das überhaupt möglich war. Und ein ganz positiver Aspekt, den Fritz natürlich hatte, ist, dass er schon seit 2 Jahren seinen Kanal betrieben hat. Das heißt, der hatte schon Kunden, der hatte auch schon Werbekunden, der hat auch schon erste Euro Umsatz mit dem YouTube-Partnerprogramm gemacht und hat natürlich auch in den 2 Jahren der nebenberuflichen Selbstständigkeit gezeigt, dass er das kann, was er da macht. Und er hat auch gezeigt, dass da Umsätze reinkommen. Und er konnte auch nachweisen, dass diese Umsätze mit der Zeit wachsen. So war das natürlich relativ einfach auszurechnen,
wie sich wohl die zukünftigen Umsätze entwickeln werden, einfach weil er schon eine Historie von 2 Jahren hatte. Der Gründer betreibt das Vorhaben bereits und hat daher nötige Erfahrung und vorhandene Zuschauer. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil und erhöht auch ganz erheblich die Chance, diese Förderung zu bekommen. In dem ganzen Gründungsantrag geht es aber natürlich nicht nur um deine praktische Erfahrung, also was du schon gemacht hast, sondern auch um dein Know-how und deine Qualifizierung. Auch Studiengänge oder frühere Jobs können ein Beleg dafür sein, dass du dich inhaltlich auskennst. Und bei einer Selbstständigkeit gibt es immer 2 Gruppen der Qualifikation, würde ich mal sagen. Die erste Gruppe der Qualifikation ist deine inhaltliche Tätigkeit. Das heißt, was ist eigentlich Kern deiner Selbstständigkeit? Was möchtest du eigentlich machen? Und das musst du natürlich irgendwie nachweisen, dass du das Ganze auch irgendwie kannst. Erst dann bist du wirklich förderfähig. Nur weil du eine Idee hast und davon aber überhaupt gar keine Ahnung hast, dann wird dir die Bundesagentur für Arbeit wahrscheinlich sagen, dass du in dem Bereich erstmal Erfahrungen sammeln solltest, eine Ausbildung machst, eine Umschulung und so weiter. Bei Fritz war es so, dass er Game Design studiert hat und auch einen Job in dem Bereich hatte. Das heißt, er hat Computerspiele entwickelt. Durch ein Ausbildungsprogramm im Bereich Game Artist verfügt er über Fachwissen im Produktionsbereich. Und auch seine Selbstständigkeit baut auf visueller Arbeit auf. Das heißt, er produziert Videos, er muss bestimmte Sachen vielleicht animieren, er macht Fotos, aber genau das ist das, was er vorher auch schon gemacht hat. Das heißt, er hat sehr visuell gearbeitet, er hat Computersoftware genutzt, die er auch anschließend in seiner Selbstständigkeit verwenden wird. Das heißt, er kann ganz gut begründen, warum er qualifiziert dafür ist, Medien zu erstellen. Der zweite Aspekt, wo du Know-how brauchst als Selbstständiger, ist das kaufmännische Verständnis. Wie viel Ahnung hast du eigentlich von Wirtschaft, von Kalkulation, von Finanzen und so weiter? Auch das musst du nachweisen, dass du als Selbstständiger in der Lage bist, den ganzen kaufmännischen Part deiner Selbstständigkeit im Griff zu haben. Da hat Fritz Meinecke den großen Vorteil gehabt, dass er vor dem Kapitel Game Design in der Bank gearbeitet hat. Auf Grundlage einer Ausbildung zum Bankkaufmann verfügt er über kaufmännisches Wissen. Fritz Meinecke ist gelernter Bankkaufmann und da konnte er natürlich gut begründen, dass er in dieser Ausbildung und in dem Job viel über Wirtschaft, Finanzen und so weiter gelernt hat. Das heißt, er hat das nötige betriebswirtschaftliche Handwerkszeug, um auch erfolgreich als Selbstständiger zu sein. Übrigens, wenn du diese ganzen Erfahrungen nicht hast, dann kannst du auch einfach dich umschauen nach Kursen. Zum Beispiel die IHK bietet regelmäßig Gründungsseminare an, wo du die Grundlagen in Buchhaltung und so weiter lernst. Und wenn du gar keine Ahnung hast, woran du dich wenden sollst, dann kannst du tatsächlich auch entweder deinen Gründungsberater fragen oder aber auch in der Bundesagentur für Arbeit, den Ansprechpartner, kannst du einfach fragen, welche Art von Nachweis und Qualifizierung er denn gerne hätte, damit dieser Antrag erfolgreich ist. In der Regel helfen dir da und geben dir auch Hinweise, welche Kurse für dich eventuell relevant sein können. Das heißt, der erste große Brocken ist deine Qualifikation. Das musst du einmal nachweisen durch deinen Lebenslauf, aber auch durch irgendwelche Zertifikate, Uni-Abschlüsse, Arbeitszeugnisse und so weiter. Das heißt, das erste, was du beweisen musst, ist, dass du geeignet bist, diese Selbstständigkeit, die du da anstrebst, wirklich auch auszuführen. Der zweite große Aspekt ist dein Businessmodell. Was ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Was machst du genau? Wie willst du damit Geld verdienen? Und das musst du idealerweise so erklären, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in der Bundesagentur für Arbeit das auch versteht und auch, ja, ich würde mal sagen, dem auch eine Erfolgsaussicht gibt. Das heißt, beim Schreiben deines Businessplans und auch beim Beschreiben deiner Tätigkeit solltest du idealerweise als Leitbild im Kopf haben, wie würde ich das jetzt an Weihnachten unterm Weihnachtsbaum meiner Oma oder meinem Opa erklären, was ich beruflich mache. Wenn du das hinbekommst und das so in Worte fassen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Person in der Bundesagentur für Arbeit das auch versteht. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Person das versteht, weil diese Person entscheidet am Ende ja darüber, ob du den Gründungszuschuss bekommst oder nicht. Was übrigens auch helfen kann bei der Beschreibung deines Geschäftsvorhabens ist, dass du einfach mal auf die Konkurrenz guckst. Gibt es eventuelle Geschäftsmodelle und erfolgreiche Selbstständigkeiten, die schon das machen, was du vorhast und ja, damit ihren Lebensunterhalt bezahlen? Das ist schon ein starker Indikator, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Das Ganze hat übrigens auch Fritz Meinecke gemacht, der in seinem Antrag zum Gründungszuschuss auch Konkurrenten aufgezählt hat. Das heißt, wie viele Outdoor-YouTuber gibt es eigentlich? Es gibt aktuell ca. 10 deutschsprachige Outdoor-YouTube-Kanäle mit einer Reichweite von über 10.000 Abonnenten. Man kann übrigens auch Vergleiche nehmen aus anderen Bereichen. Also wenn es jetzt noch keine anderen Outdoor-YouTuber gegeben hätte, hätte Fritz Meinecke auch reinschreiben können, dass es schon Medienschaffende gibt in einem ähnlichen Bereich, die darauf ja ihre Selbstständigkeit und ihre Existenz aufgebaut haben. Das hilft schon mal, um zu beweisen, dass man damit Geld verdienen kann, weil gerade die neuen modernen Berufe, Influencer, YouTuber und so weiter, das ist jetzt noch nicht das, was jeder Mitarbeiter in der Bundesagentur für Arbeit unbedingt gehört hat oder auch daran glaubt, dass das ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein kann. Deswegen hilft es
immer mal auch den Blick nach rechts und links zu werfen. Wichtig ist allerdings, dass du nicht einfach eins zu eins ein Geschäftsmodell kopierst, weil du musst schon nachweisen können, warum jetzt zum Beispiel ein Werbepartner, jemand, der Schlafsäcke produziert, mit dir zusammenarbeitet und nicht mit deiner Konkurrenz. Das heißt, da musst du dich schon auch differenzieren. Du brauchst schon irgendeine Art von Alleinstellungsmerkmal. Die meisten dieser Kanäle sind aber deutlich spezialisierter. Außerdem sind die meisten dieser Kanäle nicht so produktbezogen, sondern zeigen eher ausschließlich Touren oder Techniken. Ich mache zusätzlich noch sehr viele Ausrüstungsvideos, in denen ich diese teste und auch vorstelle. Dadurch kommen immer wieder Firmen auf mich zu und wollen mit mir zusammenarbeiten. Deswegen hilft es dir, wenn du zwar ähnlich bist zu bestehenden Selbstständigen und Geschäftsmodellen, solltest dich aber immer auch irgendwie differenzieren. Nachdem du beschrieben hast, dass du geeignet bist, dass du ein vernünftiges Geschäftsmodell hast, geht es noch um die ganze Finanzierung. Darum geht es ja am Ende, um die Kohle. Und ganz wichtiger Aspekt ist da dein Finanzierungsplan, das heißt dein Kapitalbedarfsplan. Wie viel Kapital brauchst du, um diese Selbstständigkeit zu starten? Da gibt es natürlich unterschiedliche Selbstständigkeiten. Wenn du beispielsweise ein Taxiunternehmen aufmachst, dann musst du dir erstmal ein Taxi kaufen. Relativ logisch. Erst dann kannst du als Taxifahrer dich selbstständig machen. Und das bedeutet natürlich, du hast am Anfang relativ hohen Kapitalbedarf. Fritz Meinecke hat in dem Fall keinen Kapitalbedarf gehabt, weil er das ganze Equipment schon hat. So hat er das zumindest dargestellt. Ich habe keinen Kapitalbedarf, da ich von zu Hause aus über das Internet arbeite und meine kompletten Arbeitsmittel, in Klammern PC, Kameraausrüstung plus Zubehör, Software bereits besitze. Es wird daher auch keine Finanzierung benötigt. Ich würde gar nicht sagen, dass er gar keinen Kapitalbedarf hat, weil auch er braucht eine Software, er braucht einen Computer, er braucht Kameras und so weiter. Die hat er aber schon gehabt. Fritz hat jetzt in seinen Gründungsantrag reingeschrieben, nee, ich habe keinen Kapitalbedarf. Ich persönlich hätte dir, lieber Fritz, das ein bisschen anders noch empfohlen. Ich hätte nämlich reingeschrieben, dass du diesen Kapitalbedarf hast, dass du beispielsweise 10.000 Euro für Equipment ausgeben musst. Die investierst du aber selber, quasi aus eigenen Mitteln. Weil eigene Mittel müssen nicht immer in Geld bestehen. Wenn du bestimmte Gegenstände oder Anlagegegenstände, wie zum Beispiel Software, Kamera, Computer und so weiter. Wenn du das betrieblich nutzt, dann bringst du dieses Kapital ja mit. Dieses Kapital ist zwar gebunden in deinen Arbeitsmitteln, aber es gibt einen Kapitalbedarf, weil es macht sich bei der Bundesagentur für Arbeit und generell für alle anderen auch immer gut, wenn du sagst, du hast Kapitalbedarf, aber du glaubst so sehr selbst an deine Selbstständigkeit, dass du dieses Kapital selbst aufbringst. Weil das zeigt ja, dass ich wirklich an meine Selbstständigkeit glaube und dass ich da auch in ein gewisses Risiko gehe. Aber in seinem Fall hat es auch gereicht, einfach zu sagen, ich brauche gar kein Kapital. Und dann war fein. Wichtig ist da nur, dass du nachweisen kannst, dass du dieses Einmal-Invest tatsächlich auch finanzieren kannst. Es bringt dir überhaupt gar nichts, einen Gründungszuschuss zu beantragen, wenn du ja deine Selbstständigkeit nicht finanzieren kannst. Das heißt, wenn du dich als Taxifahrer selbstständig machen willst, aber kein Geld hast für ein Auto, dann wirst du auch keinen Gründungszuschuss bekommen, dass dir dein Leben am Anfang finanziert, wenn du gar nicht in der Lage bist, irgendwelche Kunden zu bedienen, weil dir das Auto fehlt. Du musst schon nachweisen, dass du in der Lage bist, das Kapital, was du brauchst, um deine Selbstständigkeit zu starten, irgendwie aufzubringen. Ein weiterer Aspekt der Finanzplanung von deiner Selbstständigkeit ist die Umsatz- und Rentabilitätsvorschau. Das heißt, du musst nicht nur nachweisen, dass du dein Anfangsinvestment, das heißt dein Kapitalbedarf irgendwie kalkulierst und in der Lage bist, das aufzubringen, sondern du musst auch irgendwie hochrechnen, wie sich deine Umsätze in den nächsten 3 Jahren entwickeln. Plus die Ausgaben, das heißt die Umsätze, das heißt das, was du an Geld reinmachst, als auch was bleibt am Ende übrig. Und da hat Fritz uns freundlicherweise mal erzählt, was er so an Umsätzen gemacht hat und welche Ausgaben er hatte. Insgesamt an Betriebseinnahmen hatte er im Januar 2016 Einnahmen in Höhe von 1.130 Euro. Er hatte 4 Einkommensklassen, und zwar einmal das YouTube-Partnerprogramm, einmal Fotoaufträge, einmal Produktreviews, für die er von den Unternehmen bezahlt wurde, und einmal das Affiliate-Programm von Amazon und Co. Das heißt generell Affiliate-Einnahmen. Und das zusammen haben 1.130 Euro ausgemacht. Aber natürlich sind die Einnahmen nicht alles, sondern er hatte auch eine Reihe an Ausgaben. Sowohl private Ausgaben als auch betriebliche Ausgaben. Das kann man hier zusammenrechnen. Aber bitte, bitte nicht in deiner Buchhaltung. In der Buchhaltung musst du es natürlich sauber trennen. In der Buchhaltung musst du alle betrieblichen Ausgaben erfassen und die privaten zahlst du bitte privat. Aber hier für so einen Antrag kannst du das alles in einen Topf werfen, weil die Bundesagentur für Arbeit möchte ja hier insbesondere sehen, dass du auch dein privates Leben davon finanzieren kannst. Und da gehört natürlich auch deine Mietwohnung dazu. Dazu gehört auch dein Wocheneinkauf, deine Hobbys und so weiter. Das heißt, das kannst du hier alles ohne Probleme mit reinschreiben. Wichtig ist auch, dass du es reinschreibst. Keiner glaubt dir, dass du nur von Luft und Liebe lebst und jetzt die nächsten
nächsten 3 Jahre bei der Schwester oder bei dem Bruder auf der Couch im Wohnzimmer pennst. Du musst tatsächlich diese privaten Kosten auch in der Kalkulation berücksichtigen. Und das Ganze hat auch Fritz Meinecke gemacht und kommt auf Kosten im Januar 2016 in Höhe von 1.328 Euro. Wir merken also, Einnahmen in Höhe von 1.031 Euro, Ausgaben von 1.328 Euro. Fritz Meinecke hat 198 Euro Verlust im Januar 2016 gemacht. Das heißt, seine Selbstständigkeit generiert zwar Umsätze, aber noch keinen Gewinn. Das heißt, die Selbstständigkeit reicht noch nicht aus, um sein Leben zu finanzieren. Ja, und dadurch, dass ihr gesehen habt, ich konnte mich quasi anfangs nicht selbst tragen, weil ich quasi Minus gemacht hätte. Und das ist auch genau der Grund, warum er diesen Gründungszuschuss braucht. Wenn jetzt hier ein fetter Gewinn stehen würde, dann braucht er ja keinen Gründungszuschuss mehr. Dann kann er ja seine ganzen Ausgaben aus den Einnahmen leisten. In diesem Fall ist es aber ganz schön zu sehen, dass er zwar erfolgreich ist, dass seine Selbstständigkeit wächst, er aber noch nicht ganz genug Geld hat, um tatsächlich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Da ergibt es durchaus Sinn, auch für den Staat, ihm Geld zu geben, damit er dann seine Selbstständigkeit weitermachen kann, damit er irgendwann seine Rechnungen vollständig allein zahlen kann. Und jetzt musst du, ausgehend davon, von den Umsätzen, natürlich irgendwie kalkulieren, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Für 3 Jahre. Das ist ziemlich schwierig, um ehrlich zu sein. Fritz Meinecke hat den großen Vorteil, dass er den Kanal ja schon 2 Jahre vorher gestartet hat. Das heißt, er weiß schon ungefähr, wie sich die Abonnentenzahlen und die Reichweiten und so weiter entwickeln. Das heißt, er kann auch darauf aufbauen und sagt, naja, die prozentuale Steigerung, die ich bisher habe, davon kann ich ausgehen, dass das Ganze so weitergeht. Und genau so hat Fritz das auch gemacht. Er hatte zu diesem Zeitpunkt, also Januar 2016, ungefähr 10.000 Abonnenten und ist im Monat mit 1.500 Abonnenten gewachsen. Das heißt, seine Reichweite ist jeden Monat 15% mehr geworden. Aktuell habe ich ca. 10.000 Abonnenten und monatlich einen Zuwachs von 1.500, Tendenz steigend. Das entspricht 15% Wachstum an Reichweite. Und die meisten Einnahmen sind abhängig von seiner Reichweite. Also sowohl das YouTube-Partnerprogramm, als auch die Produktreviews, als auch natürlich die Affiliate-Links. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wenn die Reichweite wächst, auch der Umsatz wächst. Jetzt hätte Fritz natürlich hingehen können und sagen, naja, meine Reichweite wächst um 15%, also gehe ich davon aus, dass mein Umsatz auch um 15% wächst. Das wäre ein bisschen schwierig und vielleicht gar nicht so glaubwürdig gewesen, weil es gibt natürlich immer Schwankungen. Es gibt vielleicht eine gewisse Saison. Manchmal passiert irgendwas oder es steigt nicht immer genau so. Und deswegen ist Fritz da hingegangen und hat einen Sicherheitspuffer eingebaut und hat nur die Hälfte am Umsatzwachstum angenommen. Oder genauer gesagt 8%. Das heißt, er hat ein Reichweitenwachstum von 15%, ist aber davon ausgegangen, dass sein Umsatz entsprechend nur um 8% wächst. Ich habe mit nur 8% Wachstum der Einnahmen gerechnet, um eventuelle Schwankungen mit zu berücksichtigen. Und das Ganze wirkt auf mich als Externer und würde auch für mich als Angestellter einer Bundesagentur für Arbeit durchaus glaubwürdig sein. Wenn man einer nachweisen kann, mit Zahlen, dass er um 15% pro Monat wächst, erscheint es mir als realistisch, dass er auch seinen Umsatz um 8% pro Monat steigert. Und genau das habe ich auch mal exemplarisch gemacht, um euch das zu zeigen. Ich kenne natürlich nicht den originalen Gründungsantrag, ich kenne das Video nur so, wie ihr es auch kennt. Ich habe das aber einfach mal hochgerechnet. Pro Monat 8% Steigerung. Und das würde im Dezember 2016 schon dazu führen, dass er Umsätze hat von 2.634 Euro. Das heißt, er hat seinen Umsatz oder hätte seinen Umsatz in einem Jahr um 150% gesteigert. Das heißt, Umsatz wächst. Das ist schon mal ganz gut. Und das Schöne an dem Geschäftsmodell YouTube ist, dass man ja nicht für, ich würde mal sagen, den Kapitaleinsatz bezahlt wird, sondern für die Reichweite. Und ein Video für 10.000 Abonnenten zu produzieren, kostet grundsätzlich genauso viel, wie ein Video zu produzieren für 100.000 oder 1 Million Abonnenten. Das heißt, seine Kosten müssen gar nicht mitsteigen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in dem Beispiel, um euch das mal zu zeigen, das nicht angenommen habe, sondern einfach hingegangen bin und gesagt, okay, die Kosten, die wird er wahrscheinlich irgendwie konstant halten können, weil es gibt halt keinen Bedarf, da jetzt irgendwie mehr Geld zu investieren, nur weil er mehr Reichweite hat. Das heißt, wenn er die Kosten konstant hält, dann ist er auch im Dezember 2016 immer noch bei 1.328 Euro an Kosten pro Monat und das führt dann zu einem Gewinn von 1.306 Euro. Und daraus wird doch ein ganz cooler Business Case. In den ersten Monaten hat er noch ein negatives Ergebnis, das heißt, macht Verluste, aber wenn er weitermacht, seine Reichweite weiter wächst, dann sieht das Ganze sehr positiv aus und er kann innerhalb kürzester Zeit da tatsächlich Gewinne erwirtschaften und sein Leben finanziell bestreiten. Was mich neugierig gemacht hat, als ich mich mit diesen Zahlen beschäftigt habe, war die Frage, wie würde sich das Ganze eigentlich verhalten, wenn seine Kalkulation, also Fritz, deine Kalkulation einfach über die Zeit genau gleich geblieben wäre. Das heißt, wie viel Abonnenten hätte Fritz eigentlich, wenn er jetzt in den fast 7 Jahren, seitdem er diesen Gründungsantrag gestellt hat, jeden Monat 15% mehr Abonnenten bekommen hätte und 8% mehr Umsatz gemacht hätte. Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, die Zahlen sind gar nicht so weit weg von dem, wie es tatsächlich aussieht. Bei Abos würde er bei 2,5 Millionen Abonnenten liegen. Wahnsinn eigentlich, oder? Fast 7 Jahre, jeden Monat, in Anführungszeichen nur 15%, führt von 10.000 Abonnenten zu 2,5 Millionen
wovon er gar nicht so weit weg ist. Die fast spannendere Zahl ist natürlich der Umsatz. Was ist denn, wenn Fritz Meinecke jeden Monat 8% mehr Umsatz gemacht hätte? Jetzt wird's spannend. Dann würde er jetzt im November 2022 bei einem Umsatz von 288.000 Euro liegen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, auch das ist zumindest jetzt, während die zweite Staffel von Seven vs. Wild läuft, gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir die ein oder andere Information mitgeben, die du so noch nicht kanntest und hast jetzt einen Einblick bekommen, wie Fritz Meinecke damals vor fast 7 Jahren seine Selbstständigkeit gestartet hat und wie er das Ganze begründet hat. Und wenn du selber planst, dich selbstständig zu machen, hoffe ich, dass du vielleicht den ein oder anderen Tipp für deinen eigenen Gründungszuschuss mitnehmen konntest. Wenn dich diese Themen, also Finanzen, Steuern, Buchhaltung von Selbstständigen mehr interessieren, dann schau dich doch mal auf unserem Kanal um. Wir haben eine ganze Reihe an weiteren Videos auf diesem Kanal. Oder abonniere diesen Kanal, dann verpasst du auch in Zukunft keins unserer weiteren Videos. Was man aber auch nicht vergessen darf, dass ich mittlerweile ja Millionen verdiene und somit auch Millionen ans Finanzamt bezahle und somit auch wieder neue Gründungszuschüsse für euch da draußen am Start sind.